Ja. Könnte man ja eigentlich gleich noch mal ein 100 auf 200 machen. Ach nee, geht ja nicht. Ist ja nicht offen. Aber ganz schön kalt ist es geworden. Auf meiner Abendrunde 18 Grad. Wenn überhaupt noch. Der Winter naht. Der Winter naht. Und duster ist es auch gleich. Sollen wir 3 Minuten nach 7, 10 Minuten geht die Luft. Geht die Sonne unter. Da habe ich gelegen. Mit der 650er am ersten Tag. Im Regen, auf einer Ölspur ausgerutscht. Was für ein Scheiß. Immer diese Mittelspurschleicher, ey. Meine Herren. Die nächste Ausfahrt ist unsere. So, auf geht's. Ja, das ist prima Wetter. Oh Mann, ey. Mit der kannst du hier mit 130 in die Kurve rein. Das ist, als wenn du geradeaus fährst. Da habe ich vorher mit meiner 650er schon leicht geschwitzt. Man kann so schön flüssig mit dem Maschinchen fahren. Das ist echt der Hammer. Alleine die Kurvenlage, wenn du jetzt Kurven fährst, das geht mit dieser Maschine also so viel besser als mit der 650er, die ja nun auch nicht schlecht gefedert war. Die hat vorne Big Piston 7-Second Function Gabel gehabt, die nicht einstellbar war, aber die war nicht schlecht gefedert. Also die war schon ja, ziemlich stramm, aber nicht zu stramm, ne? Und hinten konnte man ja wenigstens die Vorspannung einstellen, aber war wesentlich besser als die 500er, weil die ist immer durchgeschlagen. Die hat mir richtig meinen Rücken ruiniert. Und das ist bei der 650er nicht der Fall gewesen. Naja, und als ich hier dann drauf gestiegen bin, da habe ich erst gedacht, wow, ist aber hart gefedert. Aber das ist ein Kompromiss hier. Hier kannst du ja auch wirklich alles einstellen. Und das ist natürlich hier eingestellt zum Kompromiss für die Straße, was schon ziemlich hart ist, aber auch eben bei diesen Bumps auf der Autobahn schlägt das Fahrwerk niemals durch. Ne, taucht auch nicht so tief ein, wenn du hier mal richtig in die Eisen gehst oder so. Also deswegen muss ich hier jetzt nicht dran rumstellen an irgendwelchen Schrauben und sagen, ja, das ist mir zu weich oder das ist mir zu hart. Also das müsste man wahrscheinlich auf der Rennstrecke machen. Oder wenn ich eben so fahren würde wie ein Geisteskranker, dass ich da dann irgendwo an die Grenzen komme und sage, oh, hier, da ist mir die aber zu hart oder zu weich, da geht sie mir hinten ein bisschen weit weg oder ist unter- oder überdämpft oder was auch immer. Aber das fährt man so auf der Straße nie raus. Und selbst wenn man hier richtig am Hahn dreht und so, dann sind eigentlich die Standardeinstellungen ja, sind eigentlich okay. Da braucht man nichts anderes, da braucht man nicht
irgendwie die Vorspannung oder die Dämpfung oder irgendwas neu einstellen. Also ich weiß auch nicht, das ist ja bei den Leuten, die sich neue Motorräder dann kaufen, auch immer, ja, und da kann man alles einstellen und hin und her. Aber dann düsen und dackeln die da genau wie ich irgendwie im Standgas auf der Landstraße rum und gehen damit natürlich gar nicht auf die Rennstrecke. Also was soll man da dann in Öl ins Fahrwerk investieren? Ich habe hier zum Beispiel auch nicht das Öl ins Fahrwerk drin, was die SP dann drin hatte. Ne? Ich habe hier das Shoah-Fahrwerk, was man von Hand einstellen kann. Und das ist mehr als genug. Also das ist auch für die Rennstrecke, für Spezialisten und Profis ist das genug gewesen und konnte man das gut einstellen. Klar, die SP-Version hat dann eine Federung drin, die elektronisch einstellbar ist mit allen möglichen Pipapo und Shishi. Aber das braucht man eigentlich nicht. Vor allem nicht, wenn man so wie ich hier auf der Landstraße mal ein bisschen auf der Autobahn rumdüst und Gas gibt. Ist das absolut nicht nötig. Ne? Ja, ich weiß nicht, was das... Dass die Leute dann auch immer, ja, die tollsten Bremsen brauchen. Ich muss eine Brembo-Bremse haben, weil die Brembo ist ja, was weiß ich, besser. Ich bin vorher mit Nissin gefahren. Also bei beiden Maschinen, die hatten Nissin-Bremsen drauf. Und auch nicht besondere Bremspumpe oder sowas. Und die haben gebremst wie die Hölle mit ihren großen Bremsscheiben. Wobei die 500er nur eine Bremsscheibe hatte. Also die 56er hatte schon zwei Bremsscheiben, ich glaube sogar 310er. Absolut ausreichend. Braucht kein Mensch. Also die normalen Sachen, die da meistens drauf sind, die sind schon also wirklich ausreichend. Ne? Ja, und auch hier habe ich natürlich nicht die SP-Version, die dann natürlich Brembo-Bremsen drauf hat und Öl ins Fahrwerk drin, sondern ich habe hier bei der normalen habe ich ganz einfach, das heißt einfach, aber ein Shoah-Fahrwerk drin, was mehr als ausreichend ist, auch für die Straße und sogar für die Rennstrecke. Und Bremsen habe ich Tokiko. Und Tokiko ist absolut für Honda. Also ist mehr als ausreichend. Ich sag's ja. Wie in die Bremsen greifst, das Ding, das überschlägt sich sofort, wenn du willst. Naja, die hat natürlich von der Elektronik Überschlag Stopper drin. Da würde sich die Bremse sofort lösen, wenn das Hinterrad Abhebeerkennung hat sie. Na, nicht nur Traktionskontrolle und Wheelie Control. Hier ist ja alles drin, was du dir vorstellen kannst. Aber es muss nicht alles das Premium-Zeug sein. Absolut nicht. Naja. Das wundert mich auch immer ein bisschen, dass die Leute dann immer das Beste haben wollen und noch ein paar Gramm hier einsparen, weil Carbon. Wir müssen alle Carbon-Teile dran haben. Aber ich halte das nicht für notwendig. Also man kann mit den normalen Sachen, die hier dran sind, und auch schon bei der 650er, für die Klasse und für die Sachen, die man so macht, reicht das vollkommen aus. Da muss man nicht Premium-Sachen drauf haben. Okay, wenn man auf die Rennstrecke geht, wenn auch nur ab und zu, dann willst du natürlich auch ein bisschen bessere Komponenten haben, um noch ein bisschen Zeit rauszuschinden. Ne? Dann macht das auch Sinn, wenn die Kiste 10 Kilo leichter ist. Aber ich zum Beispiel würde bei mir dann erstmal anfangen und eine Diät machen, um 10 Kilo abzunehmen. Ne? Und nicht anfangen, da irgendwelche Carbon-Teile ranzuschrauben. Naja, das waren einfach mal so ein paar Gedanken zu dem Thema.
mit den Teilen und ob man das alles haben muss oder nicht haben muss. Aber ich finde, mit den Komponenten, die Motorräder heute haben und ausgeliefert werden, die sind meistens schon okay, sodass man also dann nicht unbedingt das Neueste raufschrauben muss, um irgendwie was Gutes zu haben. Gut ist heutzutage alles, wie auch die Reifen. Es gibt keine schlechten Reifen mehr. Leute, geht euch zufrieden mit dem, was ihr bekommt. Geld bezahlt ihr dafür auch schon jede Menge genug. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und gehabt euch wohl. So. Video Ende.